Hi zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich sitze hier gerade im Schlafzimmer und mache die Wäsche und im Hintergrund hört man auch schon die Waschmaschine piepsen. Da muss ich jetzt gleich noch Wäsche aufhängen. Es ist Freitag, Mila schläft gerade. Sie ist heute um 5:30, glaube ich, wach geworden. Habe ich dir eine Milch gegeben und dann ist sie jetzt nochmal um, glaube ich, 8 oder sowas eingeschlafen und jetzt schläft sie schon seit 2 Stunden und ich habe eben ein bisschen Haushalt gemacht und mich auch ein bisschen fertig gemacht, also ein bisschen geschminkt. Ja, meine Haare habe ich gestern Luft trocknen lassen. Die schauen ein bisschen zerzaust aus, aber ja. So. So, ich habe mich jetzt auch schnell umgezogen. Ich habe mir meine Jeans angezogen. Das ist eine High-Waist-Jeans und dieses ja, kürzere Oberteil habe ich von Bershka. Also ja, ich finde es eigentlich ganz süß. Ja, ich habe mir das Programm geholt von der Diana Delic von The Fit Mom. Und die macht jetzt momentan auch eine Challenge und bei der mache ich mit. Und die hat es ganz schön in sich. Ich habe auch schon, glaube ich, 2 Kilo verloren oder 1,5. Aber es geht mir einfach darum, dass mein Körper wieder ein bisschen straffer wird und ich wieder ein bisschen in Form komme. Und heute steht auch noch HIIT an. Das mag ich nicht so gerne. Ich mache lieber ein bisschen mehr Krafttraining. Aber ja, HIIT ist auch sehr gut für die Fettverbrennung. Ansonsten geht es mir momentan eigentlich sehr gut. Mila ist gerade im Sprung. Das merkt man jetzt einfach. Die letzten Tage war sie sehr quengelig und hat öfters mal geweint. Nachts schläft sie Gott sei Dank immer noch. Tütö. Sehr, sehr gut. Also da darf ich mich nicht beschweren. Aber man merkt ja trotzdem, wenn das eigene Kind ein bisschen anders ist wie sonst. Aber auch diese Zeit bestehen wir irgendwie. Und ja, das Wetter ist jetzt draußen noch viel, viel schöner geworden. Es ist richtig warm und dann macht es auch gleich viel mehr Spaß, in den Tag zu starten und sie auch nicht mehr immer so dick einzupacken. Also ich muss sagen, jetzt war es dann langsam schon knapp. Mila hatte auch nicht mehr so viele Langarmsachen da in der richtigen Größe. Habe zwar noch ein paar jetzt gekauft, aber wir wollten jetzt einfach ein bisschen Sommer genießen und heute soll es bis zu 26 Grad warm werden. Richtig toll. Ja, und schaut mal, ich habe hier eine kleine Kuschelecke für Mila errichtet. Und zwar fand ich ja den Platz irgendwie da hinten dann so leer und ich wusste jetzt nicht, was ich da machen sollte. Vor allem, wir haben ja den Kleiderschrank und die Kommode schon an die Wand befestigt. Und da habe ich jetzt hier einfach so einen Betthimmel gekauft und der hängt jetzt da oben. Und so eine ganz dicke Matratze liegt da unten und die habe ich jetzt... Das habe ich jetzt hier einfach ganz kuschelig eingerichtet mit ganz vielen süßen Kuscheltieren und Kissen. Ja, und ich habe mir das so vorgestellt, dass wenn sie einfach ein bisschen größer wird, wir uns da mal reinkuscheln können und uns ein Buch anschauen können. Ich finde es selber total schön. Vielleicht ist es auch so ein kleiner Kindheitstraum damit in Erfüllung gegangen, so eine kleine süße Kuschelecke zu haben. Und den Heizstrahler können wir jetzt dann hoffentlich bald abbauen. Es war jetzt aber echt teilweise noch richtig frisch manchmal. Aber ich glaube, wir haben den Sommer da, deswegen kommt dieses Teil dann bald weg. Mila schläft bei uns immer noch im Beistellbett und deswegen wird hier dieses Bettchen gerade noch bis auch als Ablage benutzt. Hier haben wir ihren Schlafsack von heute, den lüfte ich immer aus. Das möchte ich auch noch irgendwo aufhängen. Und das ist ihr Pyjama von heute gewesen. Nur ein Kurzarm-Pyjama hat sie gebraucht, weil es echt warm war. Und bei uns macht hier ein Laden in der Nähe zu, so ein Sportladen. Und da habe ich mir hier diese Jacken geholt. Ich zeige sie euch mal besser auf dem Boden. Ja, die hatten mega Rabatte. Und habe ich mir hier einmal diese grau melierte Jacke mitgenommen. Die finde ich auch sehr cool. Die ist nicht zu dick und auch nicht zu dünn. Und einmal in dieser super coolen, knalligen Farbe. Mila schläft in ihrer Federwippe im Wohnzimmer und deswegen halte ich mich immer in der Zeit im Schlafzimmer oder im Kinderzimmer auf und tue halt da aufräumen. Ich möchte sie da ungern wecken. Wie man sieht, sie schläft wie gesagt schon seit über 2 Stunden. Die braucht da einfach ihre Ruhe. Wenn ich dann da bin und irgendwas mache, dann schläft sie immer höchstens so 1 Stunde. Und deswegen werde ich jetzt auch schnell hier die Wäsche zusammenlegen. Mila ist jetzt wach geworden und es gibt jetzt für sie Mittagessen. Ich mache hier Gemüsereis mit Biohühnchen. Ja, so steht es dann drinnen. Und ich rühre das hier einfach dann immer wieder um. Und dann kommt es danach in ihre Schale rein. So,
So, ich hoffe, ihr versteht mich. Mila und ich sind gerade im Baumarkt und bummeln hier ein bisschen rum. Wir holen jetzt dann gleich auch den Papa ab. Und ich habe hier schon mal für meine Orchideen so eine Aufbaukur mitgenommen. Das ist echt super und kann ich eigentlich nur sehr empfehlen. Aber ja, wir bummeln jetzt hier noch ein bisschen rum und fahren dann gleich weiter und holen den Papa ab. Hallöchen, es ist mittlerweile der nächste Tag. Ich wollte euch eigentlich gestern mitnehmen zum Essen und euch zeigen, was ich da esse. Aber es war, ja, es war total unangenehm dort. Fand Mila auch. Die sitzt gerade gegenüber von mir, weil sie gerade Brei bekommt. Hui, Gesundheit. Und ja, jetzt machen wir mal eine kleine Pause. Dann hat sie bestimmt noch Hunger für den Rest. Es gibt heute Spaghetti Bolognese. So, aber ich lasse mich nicht ablenken. Und zwar wollte ich das euch nochmal erzählen. Mäuschen. Erstmal, ich kam da an mit der Mila und er wollte die ganze Zeit, dass wir in die Sonne gehen. Also hier ist ein Sonnenplatz, aber da ist ein Sonnenplatz. Ich so, nein, nein, wir brauchen bitte einen Schattenplatz. Dann hat er uns mitten... Mausi, darf ich nicht reden? Dann hat er uns mitten in die Menschenmenge reingesetzt. Also wir hatten so einen kleinen Zweiertisch. Ich meine, gut, wir waren nur zwei Personen. Aber trotzdem mit Mila und dem Kinderwagen, es war halt... Da hätten wir halt ein bisschen mehr Platz auch gebrauchen können. Naja gut, da dachte ich, okay, ist halt jetzt so. Dann hat Mila halt ihr Geschäft erledigt und ich habe dann gefragt, ob die eine Wickelmöglichkeit haben. Weil unser Auto stand ein paar Minuten weit entfernt. Er hat mich richtig angewidert, angeschaut und hat gesagt, nein. Und ist einfach weitergegangen. Und ich stand so da mit meinem Kind, was sich volle Kanne in die Hose gemacht hat. Und ich dachte mir, das gibt's doch nicht. Der kann doch wenigstens dann sagen, ihr geht rein oder irgendwas. Ja, der war so unfreundlich. Ich war schon einkaufen. Und jetzt hat die Kleine eben schon ihr Mittagessen bekommen. Das bekommt sie jetzt meistens zwischen 11 und 11:30 nach ihrem langen Vormittagsnickerchen. So, genau, Vormittagsnickerchen. Und dann gibt es wahrscheinlich so um 2 rum, 2, 2:30 ihren Nachmittagsbrei. Ja, ich denke aber eher 2. Wird sie wieder Hunger haben. Das ist eine sehr gute Esserin. So, wir hatten kein Lätzchen mehr, deswegen musste so ein Küchentuch herhalten. Und wie ihr seht, hat sie ganz schön noch viel um den Mund herum. Aber wir essen jetzt noch weiter, oder Mila? Hast du noch Hunger? Das musst du nicht essen, gell? Mila kann seit ein paar Tagen schnalzen. Das ist total niedlich. Ich habe ihr das mal vorgemacht und dann hat sie es einfach irgendwann mal nachgemacht. Die kleine süße Nudel. Für uns gibt es jetzt das Knoblauchbaguette mit Tomatenmozzarella und danach Erdbeeren als Nachspeise. Stellen Timer auf 11 Minuten. Okay, 11 Minuten. So, ich bin jetzt mit Mila draußen spazieren. Es ist richtig schön warm, aber es wird schon langsam bewölkt. Mal schauen, ob heute ein Gewitter kommt. Ja, aber jetzt, wenn es so gutes Wetter ist, macht es mal richtig Spaß, rauszugehen. Und ich habe jetzt hier von DM endlich mal dieses Sonnensegel ausgepackt. Und es ist echt perfekt, weil Mila ist darunter gut geschützt, aber es ist nicht komplett abgedeckt, weil sonst habe ich einfach mal so ein Mulltuch drüber geworfen. Und dann hat sie nichts mehr gesehen. Und so kann ich das immer auch so verschieben, je nachdem, von wo die Sonne kommt. Und sie kann noch rausschauen. Bei uns im Kinderwagen kann man hier eh aufmachen. Und dann kann sie auch ein bisschen rausschauen. Ja, und mein Mann ist in der Zeit beim Baumarkt und holt Fliegengitter. Und wir müssen jetzt auch noch endlich mal den Balkon schön machen. Darauf freue ich mich ganz besonders, mich dann abends mit meinem Mann rauszusetzen, wenn die Mila schläft. Aber jetzt ist es echt ganz schön windig. Gut, dass ich hier noch eine lange Hose angezogen habe, damit es nicht ganz so frisch wird. Ich wollte euch jetzt auch mal ein bisschen noch was von mir erzählen, was so Neues gibt. Ich muss jetzt sagen, während der Elternzeit tatsächlich vors Gericht bezüglich der Arbeit. Ich bin als Zeugin geladen worden und ja, da muss ich wirklich auch in der Elternzeit dahin, weil ich den Fall betreut habe, als ich halt noch gearbeitet habe.
Und der Richter möchte gerne mich dazu befragen. Nächste Woche mit der Mila mal in die Arbeit, besucht er meine Kollegen und meinen Chef. Und quatscht so ein bisschen mit denen. Stell dir Mila vor, ich war da nämlich noch nicht. Ich glaube, ich gehe jetzt halt dann doch wieder ins Dorf rein. Weil wenn die Sonne draußen ist, ist es doch ganz schön warm. Und im Dorf oder halt im Stadtteil hat man ja dann doch wieder hin und wieder Schattenplätze. So, wir waren gerade im Gartencenter und haben uns da eigentlich Balkonmöbel angeschaut, aber wir fanden jetzt halt nicht so bequem für den Preis. Da schauen wir lieber weiter. Aber für Milas Zimmer haben wir hier dieses süße Makramee, oder? Nennt man das? Meine Maus ist wieder sehr aktiv da hinten. Ich muss sie auch erstmal im Kofferraum wickeln und momentan ist es echt eine Katastrophe, sie zu wickeln, weil sie immer sich sofort auf den Bauch dreht. Mila schläft jetzt und ich werde noch eine Runde Sport machen. Ja, ich würde zwar auch gerade gerne lieber auf der Couch liegen, aber von nichts kommt nichts, deswegen mache ich jetzt noch eine Runde Sport. Ich schaue total verstrubbelt aus, Gottes Willen, weil ich jetzt mit Mila noch baden war. Ja, und ich ziehe mir dann immer meistens ein T-Shirt einfach von meinem Mann an. Das ist nämlich am bequemsten. Und ich mache momentan von der Diana Delitzsch von der Fit Mom auf Instagram ja, das Programm. Und aber vor allem gerade die Challenge. Und es ja, macht schon Spaß und motiviert mich sehr. Jetzt breite ich hier gerade meine Matte aus und heute steht HIIT auf dem Programm. Ja, und weil ich euch nicht noch fertiger dann Tschüss sagen möchte, würde ich mich gerne an dieser Stelle von euch verabschieden. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!